Also wir zeichnen das Ganze heute mit zwei Kameras auf, damit wenn eine ausfällt, wir eine Sicherheit haben. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, dass so viele Tweets reinkommen. Die Aktion funktioniert so, dass wir unsere Twitter-Follower und auch über Facebook unsere Fans aufrufen, uns einen kurzen Tweet mit dem Hashtag Tweetlied zu schicken. Diesen Tweet wird die Band Bakushan innerhalb von wenigen Minuten in ein super tolles kleines Lied vertonen und daraus entsteht ein Musikvideo, das wir diesen Twitterern wieder zurückschicken. Können wir probieren? Ja, wir wollten als Vodafone gerne das Thema bestes und schnellstes Netz Deutschlands nochmal in eine Kampagne fassen und haben uns Gedanken gemacht und wollten gerne zusätzlich was Originelles machen, auch zum Thema Musik, und so kamen beide Themen zusammen in einen Topf. Die Grundidee ist einfach mal zu schauen, ob man wirklich die virtuelle Welt in die reale holen kann, also zurückspielen kann die Dinge und also gucken kann, ob das schnell geht. Also wir fühlen uns auf jeden Fall fit und haben Bock drauf, aber es wird sehr schwer, weil 5 Minuten ist wenig Zeit, sehr wenig Zeit. Kommt die Gitarre rein und dann kommt das. Wir haben schon ein bisschen so überlegt, wie können wir das Ganze noch ein bisschen interessanter gestalten als jetzt nur mit Gitarre, Bass, Schlagzeug. Robso hat ein bisschen was am Rechner schon vorbereitet, mal irgendwie verrückte Sachen, dass man auch mal so ein Country oder Rammstein oder sonst was irgendwie abfeuern kann. Schauen wir mal. Also was mir gut gefallen hat, war die Vielfalt, also war wirklich alles dabei von Rap, Heavy Metal, Reggae, Klassik, Spitze. Gestern nach der Probe war ja schon zu sehen, dass das einzigartig wird, und jetzt heute, wo das Schritt für Schritt abläuft und die Band wirklich jeder 5 Minuten einen Song rausballern, ist schon einfach ist toll zu sehen. Und der Workflow ist auch gut geplant, ist alles super strukturiert. Ich bin gar nicht arrogant, ich bin nur desinteressiert, ich will nur ein bisschen fahren. Ich mache hier die Bildregie des Videostreams. Wir haben 2 Kameras im Studio und die sind beide ferngesteuert. Und ich versuche hier mit den Fernsteuerungen ein interessantes Bild rauszukriegen. Den Livestream, den wir hier aufbereiten, der wird auf Vodafone gestreamt und gleichzeitig eben auf iPads und iPhones und Blackberries und so weiter. Zuhause ist da. Meine Aufgabe ist es, die Tweets für die Band auszusuchen, die ihnen dann gleich auf den Bildschirm geschoben werden, damit sie die singen. Ich suche die nach dem Prinzip aus, dass sie natürlich gerne lustig sein sollen, aber halt auch keine Beleidigungen oder Sexismus oder sowas. Wir nehmen den Satz, gucken, in welche Musikrichtung er passen könnte, und basteln dann mit sämtlichen Instrumenten, die wir haben, das Bestmögliche daraus. Okay, dann würden wir jetzt. Wir filmen hier die Band. Also die 2 Cutter kriegen über Skype ihre Tweets, die von den Leuten eingegangen sind. Die bauen sie dann in die Charts vorne und hinten ein, setzen sie in das Video ein und dann wird's rausgerendert. Dann kommt schon, folgt mir. Heute ist uns alles mal egal. Also ich bekomme die Videos vom Schnitt und lade sie dann hoch auf den Vodafone YouTube-Channel und versehe die Videos mit den Texten und den Text und leite die dann weiter zu der Person, die zurücktweetet. Im Moment bin ich die ausführende Kraft vor dem Twitter-Kanal und den Leuten einfach wiederzugeben, dass ihr Tweet vertont wurde, und beobachte so ein bisschen, was passiert da draußen. Jungs werden erstaunlicherweise auch nicht müde, irgendwie sich neue Sachen einfallen zu lassen. Respekt. Ja, die Songs sind so unterschiedlich und so speziell, da hat jeder sein eigenes. Ich finde, dass die Band sehr gut zu Vodafone passt. Es sind junge Leute, die empowered sind, wie wir sagen, die was machen wollen, die was bewegen wollen. Daher passen sie sehr gut zu uns. Wir sind Trending Topic Nummer 1 bei Twitter. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass das Internet ausfällt. Aber das ist toi 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 noch nicht passiert, dank dieses guten Vodafone-Internets.
Wie fühlen wir uns jetzt? Also, ein bisschen stolz, aber auch sehr, sehr müde. Es ist alles voll super gelaufen. Wir haben 64 Tweets produziert. 64 Tweets? Gerade jetzt mag ich meinen Job. Also aus unserer Sicht war der Tag super erfolgreich, weil das alles erstens mal organisatorisch, technisch wunderbar funktioniert hat. Auf jeden Fall. Also war richtig gut und hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, hat die Erwartungen bei weitem übertroffen. Sehr, sehr viel positives Feedback. Ganz, ganz unterschiedliche Vorschläge, Tweets, Kommentare. Ein voller Erfolg. Hat viel, viel Spaß gemacht. Schön war's. Ciao.